Ich wusste nicht, wie sie segelt. Würde sie zurückkommen? Sie hat keinen Hilfsantrieb. Mir war bewusst, dass ich das Manövrieren eines Rahsegelschiffes erst noch lernen musste. Das Schiff ist stark liegierig. Der Kurs musste laufend durch das Ruder nach Luv korrigiert werden. Dadurch nahm auch die Geschwindigkeit ab. Die erste Wende missglückt. Die Rahen wurden zu früh gebrast und die Vorsegel zu früh übergeholt. Die Drehung kam zum Erliegen. Das Schiff trieb zurück. Beim zweiten Versuch wird zuerst der Großmast backgestellt. Gleichzeitig werden die Vorsegel übergeholt. Beides wurde wieder zu früh eingeleitet. Die Vorsegel drücken den Bug zurück nach Lee. Beim dritten Versuch fällt das Schiff erst ab, um Fahrt aufzunehmen. Mit erhöhter Geschwindigkeit wird die Wende eingeleitet. Die Rahen und Vorsegel bleiben vorerst unverändert. Auch diese Wende versagt, weil die Drehung zum Erliegen kommt. Jetzt kann nur noch eine Halse nach Backbord das Schiff vor einer Strandung retten. Gott sei Dank, sie dreht. Der Drehkreis jedoch ist enorm. Er beträgt etwa 7 Schiffslängen. Hart am Wind segelt die Nürnberg zurück. Knapp erreicht sie ihren Abfahrtsort. Auf der Rückfahrt war es nicht möglich, wieder an Höhe zu gewinnen. Mit Blick über die Mastspitzen zum Ufer erkennt man die enorme Abdrift des Schiffes. Weit draußen im See kreuzt die Nürnberg und driftet immer weiter ab. Eine der Ursachen dieser unglücklichen Situation war der Hals des Großsegels, der sich gelöst hatte. Ein Knoten war aufgegangen. Zum Glück drehte der Wind. Zufall und Glück sind aber keine guten Navigationshilfen. Deshalb müssen die Segeleigenschaften des Schiffes verbessert werden. Der Kiel ist aus Eisen und 100 cm lang und 8,4 kg schwer. Seine Länge erzeugt ein hohes Drehmoment, das beim Wenden überwunden werden muss. Der Segelschwerpunkt liegt 12 cm vor dem Lateralschwerpunkt. Das sind 8,5% der Länge in der Wasserlinie. Bei historischen Barken ist dieser Kennwert mit nur 7,5% etwas kleiner. Diesen Abstand muss ich verringern, damit das Modell besser wendet. Das möchte ich durch einen neuen Kiel erreichen. Auch Änderungen der Segelfläche wären möglich.
Aber dann würde das Modell vom Original abweichen. Hier schmelze ich Blei für einen neuen Kiel und gieße es in eine einfache Holzform. Der neue Kiel ist aus Blei. Er ist 68 cm lang und 8,0 kg schwer. Sein Drehmoment wird kleiner sein. Zwei Stegplatten aus Plexiglas verändern die Lateralfläche. Die vordere verschiebt den Lateralschwerpunkt nach vorne, damit der Abstand zum Segelschwerpunkt kleiner wird. Die hintere hat kaum Auswirkung auf den Lateralschwerpunkt. Jedoch vergrößert sie die Lateralfläche. Das verringert die Abdrift. Der Gewichtsschwerpunkt bleibt unverändert, damit das Schiff weiterhin auf ebenem Kiel segelt. Durch die Stegplatten konnte der Abstand zwischen Lateralschwerpunkt und Segelschwerpunkt verringert werden. Er beträgt jetzt 6 cm. Das sind 4,2% der Länge in der Wasserlinie. Im Vergleich zu den historischen Vorbildern ist das wesentlich weniger. Es ist ein Kompromiss, den ich eingehen muss, damit das Modell segeltauglich wird. Der neue Kiel wurde 3 cm tiefer angebracht. Das erhöht die Stabilität zusätzlich,